Der schwelende konfessionelle Streit zwischen Katholiken und Protestanten ist im 17. Jahrhundert wieder offen entbrannt. Aus kleinem Anlass entwickelt sich der große Krieg. Neben der Religion geht es wie so oft um Politik im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Die katholische Kaisermacht der Habsburger gegen die Selbstständigkeit der protestantischen Fürsten und Städte. Es wird einer der längsten Kriege, die Europa je erlebt hat. So lang, dass viele Menschen gar nicht mehr wissen, was Frieden ist. Dieser Krieg nimmt seinen Anfang in Prag in Böhmen und zieht sich über Süddeutschland nach Norden. Auf katholischer Seite stehen der Habsburger Kaiser Ferdinand II. Mit seinen Feldherren Tilly und Wallenstein. Auf protestantischer Seite König Christian von Dänemark, König Gustav Adolf von Schweden und der französische Minister Kardinal Richelieu. Von Spanien bis Schweden, von Frankreich bis Böhmen schicken die Herrscher ihre Truppen ins Heilige Römische Reich deutscher Nation. Dort kämpfen sie um ihre Vormachtstellung in Europa. Der Glaube ist nur ein Vorwand. Alles machtpolitische Spielchen, die eine Rolle spielen und die deswegen auch immer wieder dazu Anlass geben, dass man Truppen ins Reich schickt und entsprechend Subsidiengelder zur Verfügung stellt, damit neue Armeen aufgestellt werden, damit der Krieg weitergeht. Und das eben 30 Jahre. Seinen besonderen Schrecken erhält dieser Krieg durch die riesigen Söldnerheere. Sie kämpfen nicht für den Glauben, sondern für Geld, Nahrung und Beute. Der Krieg ernährt den Krieg. Besetzte Gebiete müssen sich freikaufen, sonst werden sie geplündert. Viele Bauern lassen sich anwerben. Sie wollen nur irgendwie diesen langen Krieg überleben. Vom Gejagten zum Jäger werden. Als Söldner nehmen sie sich das, was sie den Soldaten bislang geben mussten. Das Kriegshandwerk wird ihr neuer Beruf. Mit ihnen ziehen noch einmal doppelt so viele Menschen, der Tross. Frauen und Kinder begleiten die Söldnerheere auf ihren oft jahrelangen Märschen. Vor der Schlacht wird gesungen und gebetet. Die Dämmerung eines heiligen Krieges. Wer sein Leben dem Kampf um die rechte Religion opfert, dem ist ein Platz im Paradies sicher. Angesichts des göttlichen Lohns, den man den Söldnern verspricht, zählt der Tod wenig. Sancta Maria lautet der Schlachtruf, mit dem die Männer in den Kampf ziehen. Der 30-jährige Krieg war zweifellos ein Religionskrieg. Er war es auch nicht, denn es ging natürlich auch um einen ganz irdischen Machtpoker. Aber die Fürsten und die Soldaten in ihren Diensten wussten sich vielfach als Werkzeuge eines höheren Willens. Sie wussten sich in Gottes Hand. Und es ging nicht um die sterblichen Leiber letztlich, sondern es ging um die unsterblichen Seelen. In dem verheerten Land finden die fressenden Kolosse aus Abertausenden von Soldaten kaum noch Proviant. Die Suche nach Nahrung bestimmt den Verlauf ganzer Feldzüge. Wie Furien des Hungers vagabundieren die Trosse durch das einst blühende Reich. Wie erging es den einfachen Söldnern in dieser trostlosen Zeit?
Den stolzen Landsknechten der ersten Kriegsjahre gleichen die verwahrlosten Lohnsoldaten längst nicht mehr. Viele kommen nie ins Gefecht und sterben doch elendig an Hunger und Entbehrung. Der Traum vom Aufstieg im Unternehmenkrieg ist längst zerronnen. Es geht nur noch ums nackte Überleben. Unter den Söldnern blüht der Aberglaube. Die Männer wollen sich fest oder gefroren machen, wie es im Lagerjargon heißt, unverwundbar sein. Sie stecken sich Bleikugeln mit eingeritzten Kreuzen oder gebrauchte Henkerstricke in den Wams. Letzter Halt in einer haltlosen Welt. Gewalt regiert ihren Alltag. Mancher möchte fliehen. Es ist ein Krieg, in dem sie das Weiße im Auge des Gegners erblicken. Für die einfachen Soldaten ist das Ende allgegenwärtig. Jeden Tag kann das Schicksal sie treffen. Auf einmal pochten dunkle, geheime Geister an den Mauern des glänzenden Reiches. Und da klang es an manchen Stellen hohl. Und da waren manche Stellen, da fiel die täuschende Tünche ab. Und an manchen Stellen brach der mürbe Stein. Die Fronten erstarrten. Sie versanken in Dreck, Schlamm und Feuer. Ein gespenstischer Finger zog blutige Linien rund um das Reich. Der Krieg, den wir zu führen gedachten, führte uns. Er wuchs vor uns auf, aus den tiefsten Spalten der Erde kommend, wie ein Nebel, wie ein graues Gespenst, und rüttelte an den waffenstarrenden Bastionen. Uns plötzlich mit glühender Faust und würfelte die Regimenter zusammen und schmiss sie wieder auseinander und hetzte sie durch die donnernden Felder. Er kam durch die klirrenden Drähte und nahm über Nacht dem Feldherrn die Zügel aus den erschrockenen Händen und wirrte sie durcheinander, zerrte hier und dort, bis die Front brüchig wurde. Er zog dann weiter und strich in das Land, riss die Fahnen von den Fenstern und spie dreimal aus. Der Speichel war Gift. Wo er fiel, da wuchs Hunger und Not und Verzicht. Und der Krieg zog weiter. Er war überall. Er warf seine Fackel in alle Teile der Welt. Er stöberte die geheimsten Wünsche auf und warf ihnen prangende Mäntel um und färbte die Mäntel rot. Das Eisen aus zerschluchteter Erde und schleuderte es in den Raum und ließ es zerspellend zu Boden fallen. Der Krieg kam wie ein Riese über das Land. Da war nichts, was ihm sich verbergen konnte. Er kam wie ein Wolf und hetzte uns mit reißenden Zähnen bis zu den höchsten Hängen und durch die tiefsten Schluchten. Er rammte mit einem wahnwitzigen Schlage die Jugend in den Schlamm und schleuderte das Leben in das Feuer und setzte den Stoff gegen den Geist. Da krochen die Kämpfer vor ihm in die dunkle Erde. Er aber zerstampfte die Landschaft mit höhnischem Schrei und schuf eine Brache, schuf eine einmalige Welt mit einmaligen Gesetzen, ein Reich, in dem alle Leidenschaften der Steinzeitmenschen von brüllenden Ängsten bis zu den gellenden Triumphen ihren Rang erfuhren. Ein Reich, in dem das Brausen der Hurra zum roten Urschrei wurde, geröchelt aus zerlauten, besessenen Leibern, ein schreckliches Geheul beseelter Elemente. Und wie der Krieg sich seine Landschaft schuf, so schuf er sich sein Heer. Da warf er hin, was nicht bestand. Er sonderte mit hartem Schlag
zog die Lieblinge sich an die Brust, die Ekstatiker des Krieges, die Einzelnen, die aus den Gräben sprangen und ihr Ja jauchzten zur Umkrempelung der Welt. Er drängte die Pflichtgetreuen zu dichten Haufen, die er immer wieder zerschmetternd fuhr und malte ihnen das große Warum an den glutbehauchten Himmel, dörrte ihnen die Adern und brannte ihnen sein Mal in das entsetzte Hirn, wissend, sie werden ihm nie entrinnen. Mit roten Narben schmückte er die mageren Verwegenen seines Reiches. Er meisterte die kantigen Gesichter unter düsterem Helm, die scharfen, schmalen Linien in den Mund, um schroffes Kinn und starres, spähend zupackendes Auge. Er schied die Heimat von der Front und die Nation vom Vaterland. Sein heißer Atem aber fuhr in alle Winkel. Da blätterte der angeklatschte Schmuck. Es schmolz das unechte Metall, die Kruste wurde mürbe, der Gasdunst der Verwesung strich durch das Reich und alle stolze Bindung faserte und brach. Er riss die Masken vom Gesicht und wessen die Lüge war, der stand in Lügen nackt und bloß und wessen das Suchen war, der tastete im leeren Raum. So wütete der Krieg. Die Stunden klatschten sengend in die Herzen und die Tage wurden rauchend rot vom Blut. Die Jahre rannen unerbittlich, saugend, letztes Mark aus morschen Knochen ziehend, Opfer heischend völliger Erschöpfung zu. Da schwelte es im Haus. Da wurden alle Pfeiler brüchig. Es knackte das Gebälk. Die Waffen sprangen aus gekrampften Händen. Was noch der Krieg in wachem Bann gehalten, sank. Das Reich fiel auseinander. Den letzten war es, als riefe eine Stimme ihnen zu: Ihr scheutet keine Probe? Hier, ersteht sie. Noch 14 Jahre sollte der Krieg weitergehen. Das Elend der Söldner haben Maler in eindringlichen Zeichnungen festgehalten. Immer mehr Krüppel prägen das Bild der Straßen, je länger der Krieg währte. Jene Männer, die für den Krieg nicht mehr taugten, als krank, als marode galten, erwartete oft ein gewaltsamer Tod. Ein berühmtes Werk des Malers Jacques Callot erinnert an ihr Schicksal. Es ist bis heute ein Sinnbild für die Abgründe und Schrecken des großen Krieges. Der Galgenbaum zeigt eine Hinrichtung verstümmelter Menschen, jener berüchtigten Marodeure, die ihre Existenz nur noch durch Betteln oder rohe Gewalt sichern konnten. Wir haben es hier mit strangulierten Menschen zu tun, die nicht Soldaten sind. Ein genauer Blick zeigt uns, dass wir es hier mit Krüppeln, mit verstümmelten Menschen zu tun haben. Es ist die Schlacke dieses Krieges, die Ausgebrannten, nicht mehr Kriegsbrauchbaren, deren sich die Armee entledigte, weil sie die Nahrungsgrundlage derer, die noch kämpfen konnten, unnötig beeinträchtigt haben. Es ist die tödliche Rationalität dieses Krieges, sich derjenige gewaltsam zu entledigen, die nicht mehr als Soldaten ihre Leistung bringen konnten. Unter den Folgen des Krieges litten Land und Leute noch viele Jahre nach seinem Ende. Immer mehr Gegenden wurden von schweren Hungersnöten heimgesucht. Die Menschen aßen, was sie im Wald noch finden konnten: Gräser, Rinden, Eicheln und Wurzeln. Ein Stück Brot bekamen viele nur alle halbe Jahre zu sehen. Längst war das letzte Vieh verzehrt, selbst die Hunde und Katzen. Hunger und Seuchen forderten mehr Opfer als die schrecklichsten Schlachten.
Die Not war so groß, dass die letzten Tabus gebrochen wurden. Auf den Friedhöfen bettelte mancher Verzweifelte um frisch verstorbene Leichen, so die Chronik eines schwäbischen Schusters. Es war die Zeit der Wölfe, die hungrig durch die Dörfer zogen. Jene Zeit, als der Mensch selbst zur reißenden Bestie verkam. Man hörte von Menschen, die das Fleisch der Toten mit ihren Zähnen zerrissen, um das eigene jämmerliche Leben zu retten. Wissenschaftler halten solche Berichte über das unendliche Grauen des 30-jährigen Krieges für glaubwürdig. Er war der Krieg aller Kriege. Man muss sich mal klar machen, dass damals auf deutschem Boden mehr Menschen starben als in jedem anderen Krieg vorher und nachher, bis heute. Die Menschen nahmen wahr, dass ganze Gassen ausgestorben sind. Eine Stadt wie Augsburg hatte vor dem Krieg 45.000 Einwohner. Eine Volkszählung am Ende gibt gerade noch 16.000 Einwohner. Man hat versucht, Spuren dieser kollektiven Traumatisierung wiederzufinden. Zum Beispiel in der Tatsache, dass gerade in solchen Gebieten man sich weniger um das Leben kümmerte und zum Beispiel eine höhere Kindersterblichkeit über Generationen hinaus blieb, dass er ein Urerlebnis gewesen sein muss für die Generation des Krieges und die Generation danach, das steht außer jedem Zweifel. Es war soweit. Kaiser Ferdinand wies seine Gesandten an, bei den noch strittigen Fragen nachzugeben. Am 24. Oktober wurde der Westfälische Frieden unterzeichnet. Wo immer die Kunde eintraf, läuteten die Glocken. Mal hatten sich die einen bei Gott für einen Sieg bedankt, mal die anderen. Nun dankten sie ihm alle für den Frieden. Nicht alle. Mindestens 8, vielleicht auch 10 Millionen Menschen hat dieser Krieg das Leben gekostet. Der Pfarrer Daniel Mink. Durch Pestilenz, Teuerung und Hungersnot sind der Leute so wenig im Land geworden, dass unsere Nachkommen es schwerlich glauben werden. Und dann waren da noch die anderen, die zwar nicht ihr Leben verloren hatten, aber alles andere.